Ja, der heutige Trainingstag hier in Seefeld ist sehr ruhig verlaufen, muss man ehrlich sagen. Es war auch heute nur ein Training für die österreichische Fußballnationalmannschaft angesetzt. Das hat man programmgemäß um 11 Uhr absolviert am Ortsplatz in Seefeld, rund 5 Autominuten von hier entfernt. Wir als Medienvertreter durften wieder die erste Viertelstunde zuschauen und der Eindruck, den die Mannschaft vermittelt, ist ein sehr, sehr positiver. Alle sind fokussiert, alle sind hungrig auf den Start am Sonntag gegen Nordmazedonien und alle arbeiten fokussiert, dass es mit dem Auftakt Erfolg klappt, dass eben diese erste Hürde Nordmazedonien genommen wird, dass ein großer Schritt in Richtung EM-Achtelfinale getätigt wird. Wie geht es die nächsten Tage noch weiter? Am Sonntag ja dann das erste Spiel für Österreich gegen Nordmazedonien. Ja, morgen erwartet noch eine letzte Trainingseinheit wieder in Seefeld. Das hat man verschoben. Eigentlich war geplant, dass am Innsbrucker Tivoli trainiert wird. Aber scheinbar ist man hier sehr, sehr zufrieden mit den Bedingungen in Seefeld direkt. Dementsprechend auch das Abschlusstraining in Österreich steigt morgen in Seefeld. Danach am Samstagvormittag, da geht es in Richtung Bukarest. Da fliegt die Mannschaft von Innsbruck nach Rumänien. Am Abend dann das Abschlusstraining in der Arena Nacional, dort wo am Sonntag auch das Spiel steigt. Und dann ab Sonntag, 18 Uhr österreichischer Zeit, wird es richtig ernst. Da folgt Anpfiff für das erste EM-Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien. Und wir sind alle sehr, sehr optimistisch, dass es mit den ersten drei Punkten klappen wird. Es ist ja das 7. EM-Spiel in der Geschichte für Österreich. Noch gab es keinen einzigen Sieg. Hoffentlich kann man das gegen Nordmazedonien erreichen. Wie ist denn dein Eindruck von der Mannschaft bisher? Wie fit sind Alaba, Arnautović und Co.? Ja, die Mannschaft, die macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Marko Arnautović macht das ganze Mannschaftstraining mit. Auch Julian Baumgartlinger, der eine schwere Knieverletzung hatte, der ist am Weg zurück. Der hat zwar heute beim Training noch ein Deb am ledierten Knie gehabt, aber auch bei ihm schaut es schon sehr, sehr gut aus. Ob es jetzt am Sonntag für 90 Minuten reicht, werden wir sehen. David Alaba, der ist ohnehin fit. Für ihn gilt es noch, die richtige Position zu finden. Mal hat er ja im Team linker Verteidiger, mal linkes Mittelfeld, mal auch im Zentrum gespielt. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie David Alaba am Sonntag auflaufen wird, wo in Frankfurt er hinstellen wird. Der Deutsche, der dürfte im Moment vielleicht ein bisschen an der Aufstellung. Er hat letztens betont, zwei, drei Positionen sind noch offen. Die gilt es jetzt zu finden. Und dann können wir alle mit voller Vorfreude auf dieses Auftaktspiel am Sonntag blicken. Wie schätzt du denn die Stimmung innerhalb der Mannschaft ein? Damals in Frankreich hat es ja geheißen, es passt nicht so ganz und möglicherweise sind wir deswegen auch nicht über die Gruppenphase hinausgekommen. Wie ist es denn dieses Mal? Ja, vor 5 Jahren in Frankreich, da sind wir mit einer ganz, ganz anderen Stimmungslage zur Endrunde gefahren. Da war eine große Euphorie im Land, da haben wir uns alle was ausgerechnet. Alexander Dragovic hat es beim Medientermin vor einem Tag richtig gesagt. Auch die Spieler haben sich schon fast gefühlt wie Könige nach dieser Qualifikation. Dieses Mal ist alles anders. Die letzten Wochen und Monate sind für das Nationalteam nicht nach Wunsch verlaufen. Da gab es ja nur einen einzigen Sieg im Länderspieljahr 2021 und das gegen Fußballzwerg Färöer. Es gab in den letzten 316 Minuten bzw. 7 Halbzeiten keinen Treffer. Das heißt, die Erwartungshaltung für unser Team ist sehr, sehr gering. Das kann aber die große Chance sein. Watford-Keeper Daniel Bachmann, der ja am Sonntag gegen Nordmazedonien im Tor stehen wird, der hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, wir sind hier, um Europameister zu werden. Es sind schon ganz andere Mannschaften Europameister geworden, die wesentlich schlechter sind als wir und erinnert damit an Griechenland 2004. Also die Österreicher, die wissen schon, was sie drauf haben und das gilt jetzt endlich auch auf den Platz zu bringen und am besten gleich am Sonntag, damit es mit den drei Punkten klappt.